Hallo Menschen, heute möchte ich Aufzeichnungen eines Toten von Bulgakov oder Bulgakov rezensieren, was ich direkt beim Verlag als Rezensionsexemplar anfragte und freundlicherweise dann auch vom Luchterhand Verlag zur Verfügung gestellt bekam. Vielen Dank dafür. Das Ganze ist im Großen eine Satire auf das Theaterwesen der damaligen Zeit und auch stark autobiografisch inspiriert, was dann auch im sehr guten Nachwort noch einmal so aufgeschlüsselt wird. Insofern stellt es auch eine Kritik am Kuschen seiner Schriftstellerkollegen so vor der Zensur da und wie sie das halt so, wie sie sich anpassen an diese ganze Sache. Es wird uns erzählt anhand des Lebens von Sergei Leonidjewitsch Masudow, hoffentlich, der nach negativen Meinungen zu seinem Manuskript irgendwann dann doch beschloss, Selbstmord zu begehen. Daran wird er allerdings gehindert, so durch die Klänge der Oper Faust, die so irgendwie durchs Haus schallen, und er denkt sich, ach naja, dann kann ich doch den nächsten Akt noch mit anhören. Und von da an nimmt das Ganze dann so seinen skurrilen Lauf. Also zum Beispiel tritt dann so ganz unerwartet jemand in seine Wohnung, der aussieht wie Mephisto, und dann entsteht ein großes Hin und Her, denn einmal wird der Roman angenommen und dann aber doch wieder abgelehnt. Er wird gedruckt, dann aber doch nicht verbreitet. Dann wird das Ganze als Theaterstück inszeniert und doch wieder nicht aufgeführt. Und er liest es jemandem vor, der halt also Direktor dort ist, und der verreißt das. Und dann werden 10.000 Änderungen, also nicht nur vorgeschlagen, sondern befohlen quasi. Und der Autor hat eigentlich überhaupt keine Macht mehr über sein Werk, sondern soll einfach nur noch das verarbeiten, was ihm aufgetragen wird. Drumherum gibt es noch eine ganze Menge Opportunismus, Intrigen, Dieven und so weiter. Das heißt, man hört vielleicht schon so ein bisschen raus, dass das Ganze wirklich amüsant ist. Ich glaube aber, es wäre noch viel, viel besser, würde ich jetzt zum Beispiel auch im heutigen Theaterwesen arbeiten. Oder hätte ich eben zur damaligen Zeit gelebt, denn einfach unglaublich viele der parodierten Menschen kenne ich einfach gar nicht. Nur zwei Schriftsteller, von denen habe ich schon mal gehört, aber gerade zum Beispiel die Theaterdirektoren von vor 50, 70 Jahren oder so, die kenne ich einfach nicht. Ich beschäftige mich auch nicht groß mit dem Theaterbetrieb und deswegen ging vielleicht einiges der Satire so ein bisschen an mir vorbei. Insofern kann man vielleicht sagen, dass das Stück nur bedingt gut alterte, da einfach nicht so viele Allgemeingültigkeiten darin sind, beziehungsweise außerhalb des Theaterbetriebs eben. Ich glaube, durchaus jemand, der heutzutage in einem Theater arbeitet oder versucht, da irgendwie unterzukommen, der würde sich da immer noch sehr gut mit identifizieren können. Aber es stecken jetzt weniger so weltumspannende Wahrheiten drin, die irgendwie so auf jeden Menschen zutreffen. Ich meine, zugegeben, das war wahrscheinlich auch nicht das Ziel. Aber ich hatte bei dem Titel tatsächlich auch so mehr einfach in Richtung Selbstmord, Enttäuschungen und Depressionen erwartet. Ohne, dass ich euch zu viel verraten möchte, kann ich sagen, dass es eigentlich nach dieser ersten Szene nicht mehr wirklich aufkommt. Also alle Enttäuschungen, die er erlebt, die nerven ihn vielleicht so ein bisschen, aber zerreißen ihn jetzt nicht so direkt. Also ich hatte einfach bei einem Selbstmörder mehr in diese Richtung noch erwartet. Gesellschaftskritisch ist der Roman auf jeden Fall. Ich hatte vielleicht noch ein wenig mehr politische Satire oder so erwartet. Das kann man dem Stück jetzt natürlich nicht wirklich vorwerfen, aber wahrscheinlich hatte ich unterschwellig durch Der Meister und Margarita, ein anderer seiner Romane, etwas mehr in diese Richtung erwartet. Halt, wie gesagt, auch irgendwie ein bisschen was Allgemeingültigeres, was ich nicht wirklich bekam. Allgemein finde ich aber, dass die Parodie wirklich gelungen ist. Auch das Vorwort ist großartig, in dem eben Bulgakov so sagt, ja, das wurde mir jetzt hier zugeschickt von diesem, wie heißt der eigentlich, Maxudow. Und ich distanziere mich natürlich davon, solche Leute arbeiten im Theater natürlich überhaupt nicht. Da sind nur nette Menschen unterwegs. Und wenn man das dann noch mit dem Nachwort in Verbindung bringt, indem uns halt erklärt wird, dass Bulgakov genau die gleichen Erfahrungen eigentlich gemacht hat, ist das großartig. Und wie er halt dann so schreibt, nein, 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 ich meine das natürlich nicht so, sondern nur der Typ, der mir seine Manuskriptseiten hier zugesandt hat, der ist der Meinung, aber ich nicht. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Letztlich würde ich es wahrscheinlich trotzdem eher Menschen empfehlen, die irgendwie im Theater involviert sind oder welche, die halt einfach allgemein sehr, sehr gerne Satire lesen. Denn so ganz vieles für mein Leben konnte ich nicht draus nehmen. Es war eher amüsant als irgendwie viel mit Mehrwert für mich. Aber allgemein kann ich euch Bulgakov ans Herz legen. Es war mein zweiter Roman des Autors und auch wenn mir der erste etwas besser gefallen hat, bin ich dem Ganzen jetzt nicht abgeneigt. Ich werde wohl nicht sofort jetzt sein komplettes Werk lesen, bin ihm aber recht positiv gesinnt. Das war eigentlich alles, was ich zu diesem Roman zu sagen hatte.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das haben vielleicht noch nicht so viele gelesen. Ja, vielleicht könnt ihr mir trotzdem etwas schreiben. Oder auch nicht. Macht, was ihr wollt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.